mein Auto müsste so aussehen. Ein Pickup. Mit Anhängerkupplung. Natürlich neu, nichts gebraucht. Also das Modell ist es von Mitsubishi, glaube ich. Das ist ein Hardtop für den Pickup, Hardtop. Den kann man runter machen, ist ja klar. Sehr schön, aus Kunststoff. So ein Auto will ich. Schaut mal hier drinnen, wie es aussieht. Schön gemütlich, die Sitze auch sportlich. Ne? Und die Gänge, die Knäufe sind alles aus genähtem Leder. Differential, dann da. Ne? Alles, also das Auto ist eine Vollausstattung, außer Leder hat es nicht. Was hat es? Sitzplätze, 2x2, 2 plus 2, 2 plus 2 und dann 5. Zuschaltbare Allrad, der hat alles. Und Kia, das ist halt der Unterschied zwischen wirklicher Kunst des Autobaus und der Abstand vom Boden zu der Karosserie, ne, der muss schon da sein. Ne? Minimum 30 cm. Den kann man dann noch höher machen, das ist gerade auch nicht. Aber der L200 ist. Ich meine. Zum Auto kann man locker 1 Million Kilometer fahren. Der Besitzer da von einem Autohaus ist beschäftigt mit einem Ehepaar und hat mir die Schlüssel mitgegeben von diesem Auto. Tja, wenn ich Glück habe, mache ich eine Probefahrt. Vor mir steht ein Auto, schön schädlich schon lang, wäre ich rausgefahren. Noch einmal, bitteschön. Habe ich euch zu wenig versprochen? Es ist ein schönes Auto und die Japaner können Autos bauen. Man sieht hier eigentlich, was in den letzten Jahren so vieles geändert hat in den Autos. Gut, Radio muss man was Besseres reinbauen. Hier schaut's mal vor. Und ich. Also das Auto hat alles außer Leder, ansonsten. Und vorne, das ist das Bordcomputer im schönen Blauen mit Untergrund so Türkis. Sieht man alles ganz schön. Bei Tage sehr schön und bei Nacht halt noch besser. Und wichtig ist, dass wenn man sich so ein Auto mal, so ein Auto muss man ja verstehen können, ne? Das heißt nicht einfach Gas geben und hier rumschalten. Sondern was sagt uns das übliche halt 13,7 Liter auf 100 Kilometer steht drauf, im Durchschnitt 20 km/h, 22 Grad haben wir, die Uhrzeit stimmt nicht, und der Autoradiosender, also die üblichen Bordcomputer. GPS oder Navigationssystem, wenn man so ein Palm Prima hat mit meins, kann man das alles synchronisieren. Das Auto ist eine sehr gute Verarbeitung. Ich habe mir schon immer gewünscht, einen Film zu drehen, wie ich ein Auto fahre oder ein Auto während einem Autofahrer kommentiere. So wie ich das bei Kabel 1 mache oder bei Motor Vision oder wenn sie
so einen Lack abhole, wo erklärt die Technik eines Autos, wie zum Beispiel der Roader von Vox, der hier eh alles vorgeschrieben bekommt. Nee. Also, das Auto hört sich an wie Diesel, weil es ein Diesel ist. So, ich mach's wieder aus. Das ist ja so ein gescheiter Mensch und ist auf dem Boden geblieben. Ja, es ist mal schön, dass er bayerischer Papst ist. Gut, ich kenne ihn von hier noch, aber. Also, man sollte, wenn man sich ein Auto besorgen will, in dem Preisklasse, sollte man sich schon das Autoradio mit USB-Anschluss besorgen. USB ist momentan seit Jahren Standard beim Autoradios. Oder für SC-Karte, damit man die Karte reinstecken kann mit 1 GB, 4 GB, 8 GB. Also, hier ist ein Autoradio mit CD-Wechsler-Funktion. CD-Wechsler, das ist sowas von alt. Die Wiedergabequalität eines CDs kann niemals so gut sein wie einen USB-Sticks oder wie ein Bluetooth oder was oder WLAN. Weil der CD-Wechsler springt. Jetzt mache ich mal die Klimaanlage an. Also die Klimaanlage. Schön. Ein Auto bitte schön mit Klimaanlage kaufen. Ja, Klimaanlage ist es eines der wichtigsten Erfindungen, was es überhaupt gibt. Weil wenn das Wetter draußen warm ist oder schwül oder heiß und du bist im Auto drinnen mit Kindern, oh hör auf, und du hast keine Klimaanlage, bitte schön, das muss man investieren. Und das Auto ist einfach klasse. Wenn er mich Probe fahren lässt, dann finde ich geil. Das Lenkrad ist ein schönes Lenkrad. Ein sehr schönes Lenkrad mit Leder. Auch genäht. Schön. Schönes Sportlenkrad. Also hier ist das Auto, es ist ein Pickup. Und man kann bis zu 2,5 Tonnen ziehen mit diesem Pickup. Der Motor ist mit 178 PS ausgestattet. Hat aber keinen Turbo, ist auch egal, weil ein Diesel, ein Common Rail Diesel ist genau dasselbe wie CDI oder TDI. Die haben Kraft ohne Ende. Ja, das ist wichtig auf jeden Fall. Kraft ohne Ende und Ästhetik. Schön muss es sein. Bezahlbar. Leute aus YouTube, Italiano Dottor Mondo, ich müsste lachen, wenn ich mir das Auto kaufe. Weiß zwar auch nicht wie, aber ich meine, ich habe ja immerhin jetzt auch schon den Palm Prix, ne? Den hätte ich auch nicht geglaubt. So muss ich mal rausgehen, eine Switcher. Raucher ist.